Kapitel 4, Zorn des Verräters. Stunden später schwankt Maiev schwer verwundet und erschöpft in die relative Sicherheit ihres Stützpunktes zurück. Wunderbar. So, jetzt, ich habe das schon dreimal aufgenommen und ich habe mich immer versprochen. So, aber jetzt hat es ein Glück geklappt und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warcraft 3 The Frozen Throne. Was ist passiert, Herrin? Wo sind Nysha und die anderen? Sie sind verloren. Illidan fand das Auge von Sargeras und begrub mit dessen Macht unsere Schwestern bei lebendigem Leibe. Nun will er uns Verbliebene auch noch ausschalten. Uns bleibt nur die Möglichkeit, nach Kalimdor zurückzusegeln und Shandor Stormrage wissen zu lassen, was sein Bruder plant. Es ist zu spät, Herrin. Illidans Streitmacht ist hier. Wir können nicht entkommen, aber vielleicht Verstärkung rufen. Holt die Botin herbei. Sie muss die Küste erreichen und nach Kalimdor segeln. Mit etwas Glück ist Shandor Stormrage hier, ehe wir überwältigt werden. Beeilt euch, Schwester! Die Botin ist in Schwierigkeiten. Beschützt sie! Tor Illisar Terranal! Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Level nie oft gespielt. Ich glaube einmal oder zweimal. Und sonst habe ich, das irgendwie verdrängt. Nee, ich weiß auch nicht warum. Ich das nie wirklich gespielt habe, hat mich nicht wirklich gefesselt, das Level. Und ich finde es auch relativ nicht so schön. Also wir müssen jetzt diese gute Botin da hinten hinbringen. Erstmal zu einem Hafen und dann müssen wir das Boot wegbringen. Und in der Zwischenzeit kann dieses Lager hier ziemlich oft angegriffen werden, was ich auch nicht so schön finde. Aber was will man machen? Weil wir so wenig Holz haben, mache ich hier noch ein paar Irrwische. Gerechtigkeit wird geschehen. Und Illidan ist irgendwo da drinne und hat jetzt das Auge von Sargeras. Ziemlich merkwürdig. Ich frage mich, was er damit will. Okay, ich weiß eigentlich, was er damit will. Naja, mein Hund rastet gerade aus, weil er hier in mein Zimmer gesperrt wurde. Von mir. Wir haben eine alte Grabungsstätte gefunden. Vielleicht birgt sie ein Artefakt unseres alten Königreichs. Durchsuch die Grabungsstätte. Wir nehmen uns, was immer wir finden können. So die Göttin will, ist etwas dabei, was wir gegen Illidan und seine Schlangen einsetzen können. Oh, da geht's schon los. Da werden wir schon angegriffen. Von den Nagern. Ein Glück haben wir auch noch Heiler hier, sonst würden wir es, glaube ich, nicht schaffen, ne? Ich habe vor, heute etwas länger aufzunehmen, also nicht, dass es längere Parts sind. Es wird immer so 20 Minuten, 10, 15 Minuten sein. Aber ich meine damit, dass ich ein paar Level hintereinander aufnehmen würde, damit wir schnell, also ich will hier echt schnell in die nächste Kampagne, nämlich die Blutelfen-Kampagne ist die nächste. Also nicht wirklich schnell will ich dahin, aber ich freue mich schon richtig auf die nächsten Kampagnen. Ich werde natürlich auch nicht durchrushen. Ich werde natürlich auch immer meine Zeit lassen und so weiter, wie ich es halt immer mache. Aber ich versuche es schnell nämlich zu bringen, kann man nicht sagen. Ich versuche heute einfach länger aufzunehmen, so. Warum auch immer. So, ich habe hier hinten noch was entdeckt, nämlich hier kannst du auch noch Ruf, die gute Maiev. Die hat ja so einen schönen Beflügelskill. Ich finde blöd, dass sie ihn so weit sehen kann, die Doofe. Wahrscheinlich weil es noch nicht... Oh Gott, ist die doof. Wahrscheinlich weil es noch nicht Tag ist. Ich glaube aber hier gibt es irgendwo Nachtsicht. Können die irgendwo... War die Nachtelfen? Irgendwo, glaube ich, können die... Glaube ich, können die Nachtsicht... Irgendwo können die, glaube ich, ja. Irgendwo müssen die doch Nachtsicht können. Ich rüste hier natürlich wieder alles aus. Damit man wunderbar unsere Einheiten beschützen kann, beziehungsweise die heilen können. Oder beziehungsweise damit sie viel stärker sind. Ach, da oben sind schon welche. Da baue ich hier einen hin. Hier und hier am besten. Können wir da nicht bauen.
Ui, da greift uns Sirena Scarscale an, wenn man das auch ist. Eine eklige Naga-Bestie. Eigentlich mag ich die Naga, Naga diesen Kur. Uiuiui. Ich will natürlich, dass hier keiner stirbt, damit es uns nicht, also das ist, ne, damit es für uns nicht so schwer ist. So, oh, da habe ich auch ein Problem mit dem Reden. Oh, mein Hund regt mich auch gerade auf. So, jetzt ist es Tag und wir können immer noch nicht hier hoch. Schade, schade. Schokolade. Naja. Ist auch nicht so schlimm, aber schon ein wenig nervig. So. Ob wir hoch wollen? Ja, ich glaube, wir gehen mal hier hoch. Die Schuldigen werden leiden. Für die Beobachter. Wir haben aber nicht unendlich Zeit, muss man auch sagen. Da ja unsere Goldmine auch irgendwann leer ist. Hat nur 2000 Gold. Und dann müssen wir uns irgendwie durchkämpfen oder durchschlagen. Wird mehr schlecht als recht gut sein. Einen Moment, ich muss mal ganz kurz meinen Hund ruhig stellen. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe meinen Hund jetzt versucht ein wenig zu beruhigen. Hat nicht geklappt. Ja, der ist gerade ein wenig anstrengend und nervig. Eigentlich wie immer. So, ich habe natürlich auch wieder mal ein paar Gesprächsthemen für die gute Aufnahme, weil ich ja länger aufnehmen will. Deswegen habe ich mir auch was rausgesucht. Naja. Man spricht ja auch immer so, eigentlich über alle Sachen so. Die Nachtelfenboten hat ja gar keinen... die hat gar keinen Damage. Die heil, kann nur heilen. Ja. Ich frage mich, warum sie denn eine Botin überhaupt mitnehmen. Naja. Das Ende wird näher. Forschung abgeschlossen. Der blöde Irrwisch hier kommt nicht weiter. Okay, ich wollte nämlich, dass er das repariert, aber das tut er ja nicht, naja. So, die hier sollen auch mal heilen, gut, gut, gut. Irgendwann kann ich ja natürlich noch mehr Irrwische ausbauen und so weiter und so fort. Bandmagie in ein Gebiet, das will ich aber gar nicht. So. Die Schuldigen werden leiden. Herrin Shadowsong, ein Glück, dass wir euch gefunden haben. Unser heiliger Heiliger hat Reise geschworen. Uiuiui, jetzt werden wir auch noch da unten angerufen. Die greifen ja irgendwann, glaube ich, von allen Seiten an. Kann das sein? Ja, unsere Goldmine geht zur Neige, jetzt schon. Na toll. Ich sollte mich wahrscheinlich ein bisschen beeilen. Oh Gott, der Baum ist auch gleich kaputt. Wir reparieren ihn ja so gut es geht. Der ist halt gleich weg. Oh Gott, schaffen wir das noch? Nein, scheiße. Na dann baue ich hier einen neuen. Natürlich noch mehr Geld ausgegeben. Und die sind wieder so blöd und laufen überall rum. So. Ich sag ziemlich oft M gerade. Ja, super, Kommentier-Stil. So, Kommentier-Stil. Weil ich immer M sage. Kommen die erst, wenn die Botin da ist? Ach, okay. Ich finde auch immer doof, dass die sich gegenseitig so krass blocken, die Einheiten. Das heilen die sich gegenseitig auch toll. Das Ende rückt näher. Diese hier werde ich wahrscheinlich immer mitnehmen, da es ja auch sehr gut Sachen da drinnen gibt. Die Zeit ist ja gekommen. Langsamkeitskugel. Nee, brauche ich eigentlich nicht. Was natürlich auch ziemlich cool wäre, aber ich glaube ich nicht. Ich bin auch doof. Maeve ist eine Nachkämpferin und alle anderen blocken sie immer weg, dass sie zu Hause bleibt, also dass sie zurückfällt. Unsere Krieger greifen
den Feind an. Oh, jetzt springt er schon wieder rum. Vielleicht habt ihr es gehört, mein Hund. Die Nervbacke. Meine Kraft gehört euch. Ich bin wach. Ich bin wach. Das kratzt er sogar an der Tür. Wie eine Katze. Wo soll ich zuschlagen? Ach Gott, okay. Ich mache kurzen Prozess mit ihnen. Ja, mein Hund ist gerade ziemlich nervig. Tut mir leid dafür. Da will ich, glaube ich, noch zwei Bogenschützen haben. Glaube ich jedenfalls. Unsere Goldmine ist weg. Na toll. Dann mache ich bei jedem noch zwei Utum-Beschützer hin. Den lasse ich Gold hacken. So, 1800. Das ist natürlich nicht so schön. Als wenn ich so viel Geld haben. Ja, das haben wir kaum Kosten, das bringt uns sowieso, also bringt die, also ist jetzt auch nicht so schlimm, da wir ja sowieso keine Goldmine haben. Naja. Die Musik ist auch sehr schön. Ich liebe die Warcraft-Musik. Ich habe mir ja die, habe ich das eigentlich schon erzählt, ich glaube schon, dass ich mir die auf iTunes die Musik gekauft habe für das, beziehungsweise für manche Minecraft-Videos, damit ich auch Musik habe. Ich kann nicht mehr warten. Lobet Elun, die Botin hat es geschafft, sie hat die Küste erreicht. Supi. Das habe ich tatsächlich auch fast nur gemacht für Minecraft Let's Plays, beziehungsweise also nicht Let's Plays, sondern immer diese kleinen Minecraft-Parts, damit man dafür auch Musik hat, für ein WoW und so weiter. Und das hat leider nicht so gut geklappt, denn es gab ein paar Fehler, und nämlich dass zum Beispiel, ich habe mir die Musik auf iTunes gekauft und das gute iTunes hat mir meinen ganzen Computer sozusagen ruiniert. Jetzt habe ich, deswegen ist da auch alles immer, hatte ich ständig Bluescreens und so weiter und so fort. Hat man ja vielleicht gesehen in den meisten Videos, hatte ich ja ziemlich oft Bluescreens in der Kampagne, in der Abschlusskampagne von Warcraft zum Beispiel. Ich hatte dieses Problem. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Wahrscheinlich, weil iTunes ja immer noch so für ein bisschen für Mac konzipiert ist und das eigentlich auf Windows sowieso nicht so gut läuft. Trotzdem ein bisschen schade. Da es doch recht cool gewesen wäre. Habe ich auch in einem Video schon verwendet. Vielleicht habt ihr es nicht bemerkt. Vielleicht guckt ihr die Minecraft-Videos nicht, weil es schon 25 Milliarden Minecraft-YouTuber gibt. Da habe ich auch WoW-Musik verwendet, wo ich mit meinen Kumpels gespielt habe. Schade, dass es so nicht funktioniert, weil ich iTunes wieder löschen musste mit allen Komponenten. Erst dann hat es wieder funktioniert. Ziemlich seltsam alles. Na. So, ich verbessere das jetzt noch alles nochmal. Haben wir ja hier noch mehr Geld bekommen. Juhu. 2709. Ich kann nicht mehr warten. Oh, Emilio, geh doch jetzt einfach ins Bett, Mensch. Ja, der ist gerade ziemlich nervig. Da sind gar keine Bogenschützen, da mache ich noch ein paar Bogenschützen hin. Die Bogenschützen müssen die Bögen schützen. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht irgendwann mir mal Company of Heroes 2 kaufe, da ich schon das erste recht genossen habe. Ich fand es total gut, fand ich total cool, das ganze Spiel. Es hat mich auch gefesselt und so weiter und so fort. Das Problem war daran nur, es hatte ein furchtbares Interface. Also es hat einfach alles war verbuggt bei mir. Ich musste ständig, also wirklich ständig musste ich, die Accounts wechseln. Ich hatte so ein Pack gekauft, wo alles mit drin ist. Und dieses Pack musste ich mehrmals deinstallieren und wieder installieren, weil irgendwie nichts funktioniert hat in diesem blöden Ding.
Und Anna hat es die ganze Zeit irgendwie rumgespackt damit und hat die ganze Zeit Fehlermeldungen angezeigt und so weiter und so fort und hat die ganze Zeit irgendwie, naja, war irgendwie alles komplett bescheuert da. Und deswegen habe ich mir bin ich ein bisschen davon abgeschreckt, mir den zweiten Teil zu kaufen, also dieses Complete Viewers 2. Bin ich wirklich, will ich nicht kaufen, wegen diesen Sachen, und dafür dann noch so viel Geld ausgeben, finde ich ein wenig happig, muss man sagen. Obwohl das Spiel ja auch, es war recht gut, alles konnte man zerstören, man konnte super viel zerstören, man hatte Spaß gegen NPCs zu spielen, Spaß in der Kampagne mit dem D-Day und so weiter und so fort. Und, naja, eigentlich, es hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber wirklich wegen diesem Interface, jetzt haben wir hier unseren Hauptzauber mit diesem mit der guten Maiev. Mit diesem Interface glaube ich nicht, dass ich mir das antun werde. Vielleicht war es bei euch anders, vielleicht habt ihr das Spiel auch nie gespielt, könnt ihr mal angucken, Company of Heroes, Zweiter Weltkriegs, nicht Shooter, sondern Strategiespiel. Ziemlich, ziemlich gut gemacht. Mannerstein brauchen wir eigentlich auch nicht. Super gut gemacht, konnte man auch ziemlich viel zerstören und so weiter. Nur mit einem schittigen Interface. Und was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich spiele sowieso sehr viele Strategiespiele, hatte ich auch schon immer gemacht. Mein allererstes Strategiespiel war auf, ich glaube, das war Der der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 1. Das war, glaube ich, mein allererstes Strategiespiel, was ich jemals gespielt habe. Kann ich nur empfehlen. Ui, da ist ein Pandaro. Habe ich noch nie gesehen. Let's Talk View Warcraft 3 Mysteriöses. Auch dabei. Ja, warum ist da ein Braumeister? Pandaren Baumeister, Mishy Ale Hell. Keine Ahnung, wer das ist. Ziemlich merkwürdig. Wer ist das? Ich dachte, er wäre weg. Mal gucken, ich teleportiere mich gleich mal da hoch mit Maiev. Ich frage mich, wer das ist. Forschung abgeschlossen. Die Schuldigen werden leiden. Geheimnis gefunden, Baumeister Trinkbereich. Schule bewegt dich, plus 3. Wie viel Mana verlieren wir? 90. Die Zeit ist gekommen. Ich glaube, den Krummstart der Teleportation lege ich mal weg und hole diese Schuhe. Cool, jetzt haben wir noch ein Geheimnis aufgefunden. Hatte ich noch nie. Es gibt natürlich auch noch ein paar andere Geheimnisse. Die habe ich gefunden. Aber dieses hatte ich noch nie gefunden. Wäre ein sehr merkwürdiges Geheimnis. Da muss jetzt der, Und deswegen kaufe ich mir halt Company of Heroes nicht. Ich habe jetzt schon wieder total den Faden verloren. Aber wenn es billiger ist, 20 Euro oder gebraucht oder so, kaufe ich es wahrscheinlich dann gerne. Naja. Aber Warcraft toppt ja sowieso nichts vom Strategiespiel her. Ich habe auch StarCraft 2 gespielt, als es rauskam, aber nie wirklich wirklich gespielt. Also ich habe es gespielt, die Kampagne und alles, aber ich fand es nie so gut. Wahrscheinlich muss man dafür den ersten Teil gespielt haben, um diese Faszination zu verstehen, die alle haben. Wahrscheinlich war ich damals noch zu jung. Und naja. Wo ist denn? Ich warte auf euch. Einen Moment, ich muss nochmal meinen Hund was beibringen. Nee, einen Moment bitte. Tut mir leid, schon wieder. So Leute, jetzt hat der Hund erst gecheckt, dass niemand zu Hause ist, außer ich. Ja. Ich weiß auch nicht, warum er so eigentlich so ein Theater gemacht hat. Sehr merkwürdiger Hund. Wahrscheinlich hat er wieder irgendwas gerochen. Bestimmt sind hier Geister. Ich gucke nämlich gerade zum Beispiel, American Horror Story. Ziemlich coole Serie, muss ich sagen. Richtig, richtig coole Serie. Es geht darum, dass
eine amerikanische Horrorstory zu Ende. Nee, es geht darum, dass ein Mann seine Frau betrogen hat und sie danach umziehen, um das alles hinter sich zu lassen, da der Mann, die Frau ja den Mann immer noch liebt und der Mann immer noch die Frau liebt, aber sie sich trotzdem gegenseitig betrügen. Das ist ja ziemlich oft heutzutage so. Keine Ahnung warum, ist aber so. Uiuiui. Das sterben die aber hier wie die Fliegen. Ich ziehe mich ein bisschen zurück. So. Ich will nicht, dass die sterben. Das wäre ziemlich doof. Und es geht halt darum, dass sie sich gegenseitig betrügen. Und ja, darum geht's Ende. Und wir kommen eben in ein Haus an. Und dieses Haus ist wie immer ein wenig merkwürdig. Das kann man ja aus ziemlich vielen anderen Geschichten, Dämonenhäuser und so weiter. Und eigentlich geht es darum, dass ständig irgendwelche Leute im Haus sind, die da nicht hingehören. Die Nachbarin kommt zum Beispiel kommt die Nachbarin ständig irgendwie ins Haus, warum auch immer, die ist einfach da, die steht da einfach so rum. Und es ist da... Mist, tut mir leid. Ich trinke mal gerade drüber. Jetzt ersticke ich hier auch noch. So, viel besser. Jedenfalls geht es darum, dass ständig irgendwelche Leute im Haus sind. Das ist eigentlich, glaube ich, die beste Zusammenfassung, die man von der Serie machen kann. Es sind ständig irgendwelche Leute im Haus, die da nicht hingehören. Die Nachbarn zum Beispiel und so weiter. Und dann entwickelt sich das halt eine richtige Geschichte daraus. Mit Geister, Dämonen und so weiter und so fort. Man weiß noch nicht genau, was sich dahinter steckt. Ich gucke gerade die erste Staffel, bin bei der 8. Folge der ersten Staffel. Klingt alles sehr cool. Sollte man gesehen haben, kann man sich auch gerne ansehen. Meine totale Empfehlung, ehrlich gesagt. Ziemlich cool gemacht, alles. Auch die Special Effects, naja, sind eigentlich keine wirklichen dabei. Ist eigentlich mehr so oft mysteriös gemacht als Horror. Obwohl es ja eigentlich Horror im Namen trägt. Ziemlich seltsam. Aber sollte man sich mal ansehen, ist ein Blick wert, meiner Meinung nach. Vielleicht auch zwei, aber auf keinen Fall drei. Unsere Zeit ist knapp. Ich verstehe nicht, warum hier hinten immer die blöden Leute bleiben. Die Boote sollen jetzt aber auch mal nach vorne kommen. Der sollte mal seinen Kumpel heilen. Die könnte man auch mal heilen. Dieses Heilen vom, also das Nachwachsen vom Druide ist ja auch hier bei Warcraft so stark, ey. Ich habe ja auch einen Druidenheiler in WoW und da ist er nicht so stark. Ist auch ein Heiler tatsächlich. Ah, gut, dass ich hier meine Leute habe, die es verteidigen. Lohnt sich. Die kommen da natürlich wieder nicht hoch, ey. Ach, das ist doch... Oh, jetzt kommen sie da nicht durch. Das ist doch blöd. Sowas ist doch auch echt lächerlich. Ui, da hinten gibt's auch noch was ich noch nie gesehen habe. Oh Gott, ey Leute. Sind ja alle... Ich bin so blöd bei Warcraft. Das einzigste Blöde, wirklich das einzigste Blöde an dem ganzen Spiel. Es gibt... Das Spiel ist super, aber das Blödeste ist, dass man nur 7 Leute auf eine Hand nehmen kann. Das ist wirklich das doofste überhaupt, ey. Ich will mal gucken, was hier hinten ist bei den Blumen. Ich schenke ihnen Blumen. Forschung ab, kann nicht mehr warten. Scheint gar nichts, sieht aber schön hier aus. Naja, dann setzen wir mal die Boote ins Bötchen. Und dann geht's ab nach Kalimdor. Zum Mount Hijael. Hijael. Kann die eigentlich hoch? Nee.
Flucht aufs Meer. Hauptquest abgeschlossen. Gebe Elune, dass sie Shando Stormrage rechtzeitig erreicht. Falls nicht, kann nichts Illidan aufhalten. Schrecklich. So, hier mache ich auch erstmal wieder einen kurzen Partesende. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis denn.